Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Ich habe mir gedacht, ich mache noch ein kleines Rezept zum Muttertag. Ich verschenke zum Muttertag ganz gerne Blumen, aber keine echten Blumen. Ich finde es immer ziemlich schade, wenn die abgeschnitten werden. Deswegen mache ich heute essbare Blumen. Und zwar habe ich hier Cake Pops gemacht als Rose. Das heißt, meine Mama kriegt dann eben zum Muttertag Rosen geschenkt. Im Innern habe ich ganz normalen Cake Pop Teig. Den könnt ihr auch geschmacklich gestalten, wie ihr möchtet. Und außenherum habe ich die Deko mit Modellierschokolade gemacht. Das ist auch richtig schön, schmeckt auch wirklich hervorragend. Und ich starte jetzt direkt und zeige euch, wie ich die Cake Pops hergestellt habe. Für die Cake Pops werde ich jetzt einen Rührteig zubereiten. Dafür brauche ich 150 Gramm zerlassene Butter, 150 Gramm Zucker, etwas Vanilleextrakt, eine Prise Salz, 3/4 Teelöffel Backpulver, 2 Eier, 200 Gramm Mehl und etwas Milch. Ich mache jetzt einen All-In-Teig, das heißt, alle Zutaten kommen in die Rührschüssel zusammen. Denn da geht es ja jetzt nicht darum, dass ich viel Luft in den Teig einschlage, sondern dass der Teig schnell gebacken wird, weil er ja später sowieso zerkrümelt wird. Jetzt gebe ich erstmal nur ein bisschen Milch mit rein. Und falls ihr merkt, der Teig ist zu fest, kommt einfach noch ein etwas Milch mit dazu. Jetzt will ich den Teig in die vorbereitete Backform. Ich habe jetzt den Backrahmen auf etwa 30 cm eingestellt, aber ihr könnt den Teig zum Beispiel auch in einem Backblech backen. Jetzt wird der Teig im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für etwa 15 Minuten gebacken. Natürlich kann die Backzeit variieren, je nachdem, was für eine Backform ihr habt. Wenn ihr die Stäbchenprobe mit dem Zahnstocher macht und der Teig durch ist, könnt ihr ihn rausnehmen. Der Teig ist jetzt gebacken und ich habe ihn auch abkühlen lassen. Und in der Zwischenzeit habe ich auch schon einen Ganache vorbereitet. Das heißt, ich habe Sahne aufkochen lassen, habe weiße Schokolade eingerührt und so lange gerührt, bis sie sich aufgelöst hat. Jetzt ist das Ganze etwa lauwarm. Und jetzt nehme ich den Kuchenteig und muss ihn zerbröseln. Das mache ich jetzt hier in einer großen Schüssel. Geschmacklich könnt ihr die Cake Pops jetzt gestalten, wie ihr möchtet. Die weiße Schokoladenganache ist ja ziemlich geschmacksneutral. Ich gebe da jetzt noch etwas Zitronenschalenabrieb mit rein. Dann schmeckt es nämlich frisch und fruchtig. Sollte natürlich eine unbehandelte Zitrone sein. Jetzt gebe ich noch Kokosraspeln mit dazu. Ihr könnt aber auch zum Beispiel andere Nüsse nehmen, die ihr vorher klein gemahlen habt. Also alles ist erlaubt. Dann noch für den fruchtigen Geschmack etwas Himbeermarmelade. Und jetzt gebe ich nur so viel Ganache mit dazu, sodass eine klebrige Masse entsteht. Also lieber erstmal weniger. Jetzt alles gut verrühren. Und gleich verkneten wir es auch mit den Händen. Von der Konsistenz her sollte die Cake Pop Masse jetzt so sein, dass wenn ich sie zusammendrücke, dass sie schön zusammenbleibt. Falls ihr jetzt mal zu viel Ganache oder Flüssigkeit mit dazu gegeben habt, könnt ihr auch immer mal zum Beispiel Keksbrösel mit reingeben. Und ich stelle die Masse jetzt für 5 Minuten in den Kühlschrank und dann geht es gleich weiter. Jetzt kann ich die Cake Pops formen und zwar habe ich jetzt hier einen Tortenretter bereits mit Backpapier belegt und nehme jetzt einen Eisportionierer, dann werden nämlich die Kugeln alle gleich groß. Jetzt steche ich mir da so einen ab. Und zwar ist es jetzt der kleinste Eisportionierer, den ich habe. Der hat, glaube ich, 2,5 cm Durchmesser, 2,5 oder 3. Und jetzt forme ich erstmal eine Kugel. Und da muss man manchmal einfach noch ein bisschen durchkneten, damit es wieder fest wird. Das war jetzt im Kühlschrank kurz. Und aus dieser Kugel forme ich jetzt so einen Tropfen, also einen Kegel.
Und der ist jetzt auch ganz wichtig, damit wir später eine richtig tolle Rose hinbekommen. Dann kann ich den hier abstellen. Die Knospen kommen jetzt für 5 bis 10 Minuten in den Kühlschrank, da werden sie ein bisschen fest und in der Zwischenzeit werde ich ein klein wenig weiße Kuvertüre schmelzen. Jetzt muss ich die Cake Pop Sticks noch an den Knospen befestigen und zwar tauche ich dafür die Cake Pop Sticks in die Kuvertüre ein, so etwa 1 cm tief und dann wird es direkt in den Cake Pop eingetaucht, erst etwa bis zur Mitte. Und jetzt könnt ihr die entweder liegend lagern, also hier. Oder was ich besser finde, damit sie keine Druckstellen bekommen, ihr steckt sie zum Beispiel in etwas Styropor oder in einen Cake-Pop-Ständer. Ich habe jetzt meinen Cake-Pop-Ständer nicht gefunden. Das ist eigentlich einer für diese Push-Up-Cakes. Das geht hier aber nicht, die sind zu fest. Deswegen habe ich mir einen einfach gebastelt und zwar mit einem Abkühlgitter und 3 Gläsern. Und dann kann ich die nämlich hier so abstellen. Jetzt kann ich die Dekoration herstellen. Dafür habe ich jetzt rote Modellierschokolade bereits weich geknetet und die rolle ich jetzt ganz dünn aus. Jetzt habe ich hier einen Kreisausstecher und der ist etwas größer als die Knospe und so sollte es auch sein, also nicht kleiner. Und jetzt steche ich da pro Rose 5 Blätter aus. Und damit die Blätter jetzt etwas realistischer aussehen, mache ich sie etwas dünner. Das geht jetzt hier mit so einem Balltool und einer Schaumstoffplatte. Und dafür streiche ich jetzt hier am Rand entlang. Sieht man auch direkt, wie es ein bisschen dünner wird. Und jetzt könnt ihr die Knospe entweder nochmal mit Schokolade bestreichen oder zum Beispiel mit dem essbaren Kleber und den so ein bisschen drüber geben an so ein paar Punkte. Jetzt wird das erste Blütenblatt drumherum gewickelt und zwar so, dass es oben verschlossen ist. Da unten wird es dann ein bisschen angedrückt. Da kommt das zweite direkt drüber an die offene Stelle. Und immer da, wo es jetzt aufliegt, kommt immer ein bisschen Kleber mit rein. Und bevor ich das jetzt komplett verschließe, kommen die restlichen Blätter mit rein und es wird jetzt immer überlappend geklebt. Also hier ein bisschen Kleber, das zweite Blatt, dann weiterwickeln, dann wieder Kleber. Das nächste Blatt und dann das letzte Blatt. Und jetzt ist ganz wichtig, dass unten alles verschlossen wird, das heißt die Rosenblätter immer schön am Stiel entlang festdrücken. Und jetzt bringe ich mit dem Modellierwerkzeug die Blätter noch ein bisschen in Form.
Und so kann ich die Rose erstmal zur Seite stellen. Jetzt noch ein kleiner Tipp. Am besten setzt ihr die zwei ersten Blätter so direkt gegenüber. Also das eine verschlossene, dann gegenüber das andere. Verschließt ihr auch, dann habt ihr nämlich komplett diesen Kegel einmal verschlossen. Und da kommen dann die restlichen Blüten außen herum. Jetzt habe ich hier grüne Modellierschokolade bereits dünn ausgerollt und kann jetzt mit dem Ausstecher noch die Kelchblätter ausstechen. Jetzt nehme ich jeweils ein Kelchblatt und steche mit dem Cake Pop Stick hinein. Und dann wird es einfach nur noch an die Rose geklebt. Nicht ganz flach, sondern immer so ein bisschen locker lassen. Ich werde die Rosen jetzt anrichten und zwar habe ich jetzt hier etwas Rohrzucker in ein Glas gefüllt und kann die Rosen jetzt richtig schön reinstecken, wie so einen kleinen Blumenstrauß. Und so kann man es dann eben auch ganz gut transportieren und auch verschenken. Vielleicht noch eine Schleife um das Glas herum. Und die Cake Pops sollten auf jeden Fall kühl gelagert werden, also im Kühlschrank. Die Cake Pops sind jetzt fertig und ich finde, sie sind wirklich eine ganz tolle Geschenkidee. Vor allem kann man sie wirklich wunderschön verpackt servieren oder verschenken, besser gesagt. Ich glaube, meine Mama wird sich da richtig toll drüber freuen. Eigentlich hättest du eigentlich probieren sollen, Mama, vor der Kamera. Aber meine Mama ist ein bisschen schüchtern, deswegen lieber nicht. Aber ich zeige euch auf jeden Fall, wie die Rosen-Cake Pops von innen aussehen. Und zwar habe ich hier einen schon angebissen. Huch! Das ist der neue Murat- und Samira-Effekt. Und die Cake Pops kann man auch ganz gut wirklich 3, 4, 5 Tage sogar aufheben, weil wir sie einfach mit einer Ganache gemacht haben und man eine Ganache wirklich lange aufheben kann. Ja, Samira macht hier die Kameraeffekte wirklich schön. Wie bei der Hochzeit ist das fast, oder? Mhm. Magst du mal weiter essen und sagen, wie es schmeckt? Mhm. Mhm. Mit einem Haps ist alles weg. Und? Lecker? Also es schmeckt halt wirklich extrem nach weißer Schokolade, wirklich toll. Vor allem durch die Modellierschokolade und durch die Füllung und bei uns eben auch noch richtig zitronig. Also falls ihr dieses Rezept nachmachen wollt, geht auf sallys-blog.de, da steht es nochmal ganz genau. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nachmacht und mir ein Foto auf Facebook oder auf Instagram sendet. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch tschüss. Komm, jetzt mache ich bei dir. Hey, jetzt bist du die Braut. Wenn sie mal gut. Ja. Heute ist mein Papa mit dabei. Nicht dein Ernst, oder? Was soll jetzt mein Papa trinken? Ich kann ihm karbinieren geben. Nein, dann gib ihm Wasser. Ich muss gleich Samira abholen.
Wenn ihr das jetzt alles sehen würdet, dahinter die Oma, da der Opa, der Murat kommt ständig ins Bild. Ha ja, warum nicht? Macht das Rezept nach und teilt euer Foto auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite mit dem Hashtag BMG Sally.